Grundsätzlich gilt, Feuerstatus ist grün, wenn du was seht oder schießt, Krakenklang. Wenn du eine Granate wirft oder mit einem Granatwerfer schießt, meldet es eure Truppe vorher an. Wenn irgendeinen Freundlichen erschießt, der darf danach noch zum Liegestützen da bleiben. Gibt es auch Zivis dort oder nur Feinde? Nein, nur Feinde. Die Der Zivilisten Feuerstatus wurden schon grün. lange, die Zivilisten wurden schon lange aus der Stadt vertrieben. Ihr dürft abballern, was ihr vom Gegner haltet. Wie Ich gesagt, sehe, wenn du drinnen bist, da. wir Entschuldigung, sehen mach. alle relativ gleich aus. Das bedeutet, es dürfte keinerlei Probleme geben, dass du auf einen Freund schießt. Die Truppen, die Uniformen unterscheiden sich doch sehr stark. Okay. Der, wo auf dem Beifahrersitz hockt, ist dann ist. Jack, ich hab mir mal einen Weg gut auf die. Ja, das hat funktioniert. Der ist auf der 232, 193. Nördlich von uns, wo die diese Kurve Hallo? da nah an Salze rangeht, da fahren wir dann auf die Straße, ne? Ja, Okay. weiß was ist denn? Ich komm nicht rein. Ja, es ist noch. Jetzt sind wir über einen. Oh, ganze Sitzbank ist irgendwie noch frei, ja. Jetzt wird. Ich habe Westen. Süd. In mehrere Richtungen Nord, Nord, Osten. Ne? Und uns müssen wir gleich frei sein, wenn wir herkommen. Wer hat alles ein Cheater-Visier? Nur ich? Ich verstehe dich kaum. Alles ein Cheater wissen. Was ist das? Heißt, der Malsichtaufsatz für das G36? Negativ. 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 Okay. Aktuell keine Thermalkontakte voraus. Wir haben vor uns kleine Hütte, dahinter Mauer, danach kommt nochmal eine Hütte. Kontakt. Ja, bestätigt direkt raus. Nach links zur Hauptstraße. Bravo, hört. So, bestanden. Wir haben Kontakte, die sich in eure Richtung bewegen. Also, Alpha hat angefangen zu schießen. Links ist einer noch Kontakt.
Das scheint Alpha zu sein. Okay. Soweit allen klar, was ich mit den Vorigen meinte. So. Negativ. Okay, ich wiederhole nochmal vor. Uns ist eine kleine Hütte, dann kommt ein bisschen Mauer und nochmal eine kleine Hütte über die Rücken vor. Ich will, dass ihr alle immer schön Deckung nehmt. Wir gehen langsam. Alpha zieht gerade Feuer auf sich und Feuer frei auf sämtliche Feineinheiten überprüft, aber bitte die Uniform. Denkt dran, Alpha ist links vor uns. Verstanden. 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 Und aus, ja. Schuss auf unsere Position, irgendjemand hat Aua geschrien. Raptor, alles okay? Ja, alles okay. Troubleshooter? Alle. Alles mal. Nightfox? Alles gut. Raven? Alles okay. Leo? Grün. Gut. Dann Gebiet umschauen. Kontakt 90 Grad links in unserer Position, das ist einer von uns. Das ist grün, also Alpha ist links von uns auf gleicher Höhe. Okay, Troubleshooter, Nightfox, ihr zwei seid die primäre Kampfeinheit. Für uns vorrücken zur nächsten Deckung und dann Bescheid geben, wenn ihr da seid. Wir rücken selbstständig nach. Okay. Bist du zuerst? Ja. Wir sprinten gleich zum nächsten Haus. Lauf los in 3, 2, 1, jetzt. Hier, wir zwei übernehmen ihre Sicherungsposition. Web, der wartet ein bisschen. Wir sind ja irgendwie die VIPs. Genau, ihr seid die Sunnies. Ihr müsst so gut wie es geht am Leben bleiben, aber auch mit Schießen jetzt gehen. Sind am Haus. Okay, restliches Team rückt nach mit ein bisschen Abstand. Da. Der Fenster drin. Raptor da. Raven angekommen. Leo da. Rechte Gebäudeseite. Wie sieht's rechts aus? Links ist alles in Ordnung soweit. Wie sieht's Leo rechts recht aus? Ja, ich bin ja nicht rechts. Ich bin links. Rechts doch, Ruin. Ruin rechts. Voraus vor 50. Ruin voraus auf 50 leer? Kann ich nicht sagen, sich da stark verdeckt, Eingang vorne. Gut, eine kurze Erklärung so, wenn du links vom Fenster stehst, guckst du rechts. Wenn ich rechts vom Fenster stehe, gucke ich links, ja. So haben wir beide eine Wand, die schützen. Deswegen bist du rechts, wenn du links stehst. Okay, wir rücken vor bis zu der Ruine, der Kampftrupp wieder als erstes. Ruine ist das auf 100. Ja. Direkt die Mauer voraus. Laufen ja. Los in 3, 2, 1. Auf Position. Okay, Rest wie eben nachrücken. Bleib auf Sicherungsposition. Dio hinterher. Genau. Du, ich renne hinter dir vorbei, zur also Straße. Hinter der Mauer, hinter der Mauer. Bleiben da. Frei. Theo da. Takt, freundlich. Wer hatte was hinter der Mauer noch gesehen? Ich sagte, Mauer Einsicht, hinter der Mauer auf Einsicht 3. Ja, okay. Gut, ich gucke über die Straße. Kampfteam schon mal bis zur nächsten Mauer langsam vorrücken. Ja. Wir müssen 3, 2, 1, los. Zwei Mann auf der Straße, stillstehend. Kampfteam synchrones Ausschalten. Links vor euch auf der Straße.
Richtung Nordost. Mensch. Ja, stimmt. Kannst du noch unten in die Ecke ziehen? Macht jemand Rückendeckung oder mache ich's? Während die Ecke. Absicht. Okay, ausweichen. Ich nehme rechts. Oh. In 3, 2, 1, ausweichen. Und einer liegt. Okay, beide liegen. Noch jeden der Sicherheitsschuss reinsetzen für den Fall der Fälle. Weitere zwei Kontakte der Hauptstraße, Einmündung Straße, rechte Seite. Schießt wer von uns jetzt auch? Ja, schießt auf mich. Lade nach, bin unter Beschuss. Person rennt über die Straße noch. Brücke tritt ja auf. Beide Personen liegt rechts. Vorsicht, wenn du weiter rauskommst, bist du in meinem Schussfeld. Rechte Person ist auf dem Boden. Ja, schon seit einer Minute ungefähr. Linke Person fehlt. Ich meine, beschossen, tot. Also, beziehungsweise, ohnmächtig. Wer kämpft? Linke Person ist nicht einsehbar. Bravo, hört. Levi? Ja, ihr habt's gehört. Gut. Frequenz 60 für uns. Wird angepasst. Für Bravo komplett. Ja, du bist Mach der. Rücken frei. Links im Gelände bekämpft. Ja, Levi, funkt nochmal deinen Funktest. Hab ich zwar gehört, aber sicherheit halber. Funktest, Funktest. Ja, passt. Okay, ich lade ein frisches. Kampfteam ist jetzt im Vorrücken, Sanitätsteam hinterher, Command-Team hält Straße sauber. Verstanden. Ich folge dir wieder. Nochmal bitte erst hin. Kann bei mir ein Stück Vorrücken, Sanitätsteam langsam nachrücken. Verstanden. Wir gehen um die Mauer zu. Achtet ein bisschen auf eure rechte Flanke. Die sind meistens auf eurer rechten. Okay. Keine Ansicht. Verstanden. Vom Haus, soweit ich sehe. Ja. Rechte Seite vom Haus. Auf drei zum Haus zurück, ne? Ja. Auf 0. 3, 2, 1, go. Kontakt rechts in dem Zaun. Jetzt hinter den Büschen. Schon nahe zu Susiana, ich bin. Komm ins Haus. Ist er noch Position im Haus? Vordrücken nach Blau. Die folgen. Ins Haus vorrücken. Genau, Blau EE. Weiß. Oberes. Okay. Raptor im Haus. Raven im Haus. Levi auf etwa 72 Grad hinterm Zaun, in diesem großen weißen Zaun. Links. 72? Ein Kontakt. Gut, da.
Und zwei da. Von hier aus gesehen hinterm Busch. Was sagt ihr? 72, ja? Ja. Mhm. Das können wir genau mal. Ich geh mal mit Thermal, ne? 72. Ja. Jetzt 68. Von hier aus gesehen. Ja. Müsste hinterm Busch stehen. Personen kommt. Achtung, hier. Kommt. Der ja. Kämpft. Kam von links, weitere Einheiten müssten noch vorhanden sein. Deckungsposition einnehmen. Schüsse von Osten. Einschläge. Ins Haus, alle Mann ins Haus, Deckung suchen. Sind um Ecke. Deck nach hinten raus. Die westliche Hausecke, außen. Ja. Glück auf Veranda. Kontakt, Süd läuft. Merk ich. In einer kleinen Mauer. Under fire! Okay. Das Nachladen ist gefallen. Oh, da. Resistenten muss man. Kollege down. Ich diagnostiziere. Ja, diagnostizieren und bandagieren. Dann an Sunny übergeben. Bewusstlos, schwere Verletzungen im Arm. Patient hat bereits Blut verloren und starke Schmerzen. Welcher Arm? Ja, bandagieren den und an Sunny übergeben. Bandagieren einmal links. Sieht aus, sauber. Du zu nach vorne ausrichten? Nordost bei noch einer. Soweit einsehbar sein. Unverletzt. Sebi, übernehme meine Position. Hat starke Schmerzen, braucht noch Blut. Raptor ist es. Vorsicht, die Hitbox der Wand scheint zu penetrieren. Der Schütze war Richtung Nordost. Nah am Haus. Nordost ist jetzt wieder auf den Beinen. Ach, Vorsicht! Nordost. Gesichtet. Liegt im Busch. Ja, da. Hat sich gepackt. Vor nördliche Hausecke vorzurücken. Ich lieg im West, an der westlichen Hausseite außen noch. Ja, dann kannst du langsam zur Norden vorrücken. Ich gehe über Süd an die Ecke und versuch da was zu erspähen. Ja, eine Person. Die ist schon wieder in der Hausecke. Die Person liegt im Busch. Bekämpft, nicht sicher. Himmelsrichtung. 65 Grad links neben dem Busch, rechts vom Busch liegt schon eine Leiche. Scheint bekämpft. Das war die Person, die Raptor. Ja. Schlüssel Richtung Norden. Beim Alpha. Okay, dann müssen wir langsam mal Druck machen. Wer noch muss, lädt bitte jetzt im Haus seine Magazine um. Also umpacken, ja. Volle Magazine draus machen. Also Steuerung, Windows-Taste. Schüsse von rechts, von Ost. Laut, extrem. SC, rein. Ich bin schon drin. Ja, rein, aber ich kann nicht rein. Dann sag das, warum bist du denn draußen? Ja, das schlägt er bei mir ein.
scheinen Scharfschützen im Osten zu haben. Südosten. In der nördlichen Hauswand, ich check Osten. Haben gesichtet. Bekämpft. Liegt hinter einer Mauer. Keine weitere Sichtung. Hat noch jemand jemanden? Negativ. Nein. Der links neben dem Busch ist auch tot, der bewegt sich nicht mehr. Okay, dann rücken wir weiter. Kampfteam fängt an, rechte Seite vom Haus zum Weiterdrücken. Sanitätsteam bleibt nach. Rot bleibt nach. Sanitätsteam folgt weiß, wenn weiß da, rot als letztes. Und ausführen. Ach, ich bin schon an der Nordwand vom Haus. Ja, ist okay, Shio, du. Ja, einfach schräg rechts vor uns an dem weißen Zaun zu. Sprinte los in 3, 2, 1, jetzt. Sorge. Okay, blau wieder rein, blau wieder rein. Weißdeckung suchen. Ungefähr Richtung müsste ungefähr 110 Grad sein. Östlich. Wollen wir nämlich verarschen? Das ist wieder derselbe, das ist der Michael. Ja, Kontakt läuft nach links, ist jetzt Ost, hinter den Büschen. Sichtkontakt verloren, möglicherweise tot. Alle okay? Die Einheit ist sogar ohne. Bei mir ist es vorgelagert. Weiß, euer Status? Kontakt. Weiß antwortet nicht. Weiß. Sanitätsteam zu Weiß. Okay. Ich bin vorne im Haus. Also für Bravo kommt. Etwa 70 Meter. Bravo, hört, schwerer Beschuss. Schwerer Beschuss. Ja, wir stehen auch aktuell unter schwerem Beschuss, sind aktuell keine Möglichkeit, weil sie nicht davor zu rücken. Position ist dafür gerade blockiert. Also verstanden, wir tun auch gleich. Ja, Kontakte, 95 Grad. Okay, hier müssen von der Mauer. So, alle eingraben, ich will danach ein Status-Update der Situation haben. Also Gesundheitszustand. Vier Kontakte, 90 Grad, weite Distanz. Okay, alle fit, Raptor. Okay. Drop it. Was? Nighthawks? Alles gut. Raven? Alles gut. Geo? Grün. Circa 100 Grad. Links von Boden. Breit, Person. Auspackung hier mal weg. Stop. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, dass... Vier Kontakte ausgeschaltet hat auf 90 Grad. Sehr schön. Kontakte am Boden. Oh, Verschoss. Radangabe bitte. Konnte ich nicht atmen. Klang so, als wäre seine Scheibe reingegangen. Ja. Er hat eine Glasscheibe neben sich. Ich. Das war ich. Ich schlug direkt bei mir in der Glasscheibe ein, die Schüsse.
Siehst du ein Loch in der Wand dahinter? Ja, zwei. Ja, zwei positiv. Dann könnt ihr daran ungefähr die Flugrichtung ausmachen. Müsste auch nicht noch in dem Haus gekommen sein, wo wir eben die zwei Schützen ausgeschaltet haben. Das ist in etwa 123 Grad von meiner Position. Ausgekontakt Nord hinter der Mauer. Ja, Aktion steht da noch bei den Gefahren. Feuert. Jetzt. Auch. Geht in unsere Richtung. Was ist schon verstanden? Wollt ihr euch zusammenschließen? Ja, so verstanden. Okay, ich komme jetzt zu euch vor. Vorsicht. SC eventuell von oberen Stockwerk. Ich bin schon am Scan erstmal von unten. Sagt sie da aufgestanden, ausgeschaltet. Nicht das Fernglas einstecken, Nightfox einstecken, Waffe in die Hand nehmen. Ich bin im zweiten, scanne mit Cheater-Visier, Vorsicht. Ich gehe da weiter, gegebenenfalls auf den Balkon. Du kannst möglicherweise an meine Ecke gehen, da kann ich Richtung 90 dort scannen, ob die noch leben. Und zuckt einer bei den Vieren. Ah, scheint eine Ragdoll-Animation gewesen zu sein. Ja. Richtung Boss. Kann ich nichts erkennen. Außer 1, 2, 3, 4 Leichen, ist das korrekt? Müssten 5 sein, warte links, ist noch kein Wetter. Die eine Leiche bewegt sich komisch. Ich werde da nochmal versuchen, okay, ist definitiv tot. Also 4 war korrekt, ja. Hier rechts, eine weiter links. Eine weiter links. Am Zaun okay. Müsste noch einer liegen. Hier auf dem Balkon. Links habe ich keine Einsicht. Am Zaun kann ich thermaltechnisch nicht ausmachen. Sei denn, das muss irgendwo näher dran sein, aber nein.